Unterbremstetten war Schauplatz eines ganz besonderen Treffens. Nicht nur Männer, auch Frauen folgten dem Aufruf und fuhren mit ihren Goldwings, Harleys und Vipers für einen guten Zweck. Herr Bürgermeister, in Unterbremstetten findet zum ersten Mal eine Charity-Tour von Harley-Davidson und Goldwing. Wie wird denn sowas in einer Gemeinde aufgenommen? Schauen Sie, Unterbremstetten ist so und so Event erprobt. Wir haben ja laufend Veranstaltungen durch das Schwarzl Freizeitzentrum. Ich meine, das hat angefangen damals Davis Cup, Deutschland gegen Österreich, und dauernd alle Künstler, weltberühmte Künstler kommen zu uns. Also Unterbremstetten ist das gewöhnt und freut sich auch auf jede Veranstaltung. Und wenn Golden Wing da sind, die herrlichen Motorräder, es passiert wieder etwas, der Tourismus wird angekurbelt, wirtschaftlich auch, immer wieder ganz wichtig. Ne? Die Hotels sind ausgebucht, toll. Ich danke jedem, danke den Veranstaltern, die das da machen, und herzlich willkommen bei uns in Unterbremstetten. Ab Mittag trafen dann nach und nach an die 100 Biker mit ihren liebevoll gepflegten und sehenswerten Motorrädern am Parkplatz vor dem Tourismusbüro in Unterbremstetten ein. Was für einen Stellenwert hat ein Motorrad jetzt für den Tourismus? Eigentlich immer mehr. Wir hatten ja letztes Jahr die Hells Angels bei uns zu Gast, was für uns schon ein sehr wirtschaftlicher Erfolg war. Und wir möchten natürlich unbedingt dranbleiben an diesem Erfolg. Und so hat Motorrad in Unterbremstetten einen sehr großen Stellenwert. Was macht denn der Tourismus, um den Motorrad oder überhaupt die Motorradfahrer zu fördern? Gibt es da spezielle Aktionen? Natürlich, dass der Herr Vorsitzende Neuser selbst Goldwing-Fahrer ist, setzt er sich natürlich sehr dafür ein, dass viele Motorradgruppen angeschrieben werden, eingeladen werden. Die schauen sich das Ambiente bei uns dann an. Und so wie heuer das Goldwing-Familientreffen ist dann ein erstes Zeichen dafür, dass wir wieder einen neuen Schwerpunkt gesetzt haben. Zum wievielten Mal findet denn diese Charity-Veranstaltung hier schon statt? Bei uns zum ersten Mal in Unterbremstetten. Aus ganz Österreich und darüber hinaus angereist, wollten sich viele diese wohltätige Ausfahrt nicht entgehen lassen. Was war eigentlich die Motivation, dass Sie sagen, ich fahre da mit? Ich bin der Präsident vom österreichischen Golden Club. Ja, also das ist mehr oder weniger meine Familie, wir machen das Treffen da. Bevor man mit der gemeinsamen Fahrt zum Schwarzlsee startete, gab es noch einen Losverkauf, bei der es schöne Preise zu gewinnen gab. Und auch die Gemeinden Unterbremstetten und Zettling, vertreten durch ihre Bürgermeister, schlossen sich mit einer Spende an. Helfen ist überhaupt generell eine tolle Sache, und speziell wenn man dann auch noch Kindern helfen kann, die es vielleicht im Leben nicht so leicht haben. Bremstetten ist immer für solche Veranstaltungen bereit und immer etwas dazu beizutragen, sei es in finanzieller Art oder in anderer Art. Das sind wir immer. Wir helfen gerne. Es ist überhaupt für einen Bürgermeister das Schönste, wenn er einen helfen kann. Vor ein paar Tagen hat eben unser Tourismusverband Obmann Eckhard Neusser zu mir gesagt, ich soll da vorbeischauen, es geht um einen guten Zweck, und da sind wir natürlich als Bürgermeister gefordert oder sind wir auch gefragt, dass wir dabei sind, und ich finde es ganz toll, dass aus verschiedenen Richtungen die Motorräder da zusammenkommen, um eben auch für karitative Zwecke zu spenden oder Spenden zu sammeln, und ich finde es ganz ein tolles Klima hier und es passt einfach, ich finde es ganz toll da. Auch der Wettergott bot der Charity-Tour für die Aktion Give a Smile zugunsten schwer benachteiligter Kinder in Österreich beste Bedingungen. Im Konvoi ging es dann zum Adrenalinpark am Schwarzl Freizeitzentrum, wo diese Veranstaltung von den Organisatoren und Bikern noch ausgiebig gefeiert wurde.